Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich hier im Deutschen Filmmuseum zu unserem 25. Afrika Live Festival begrüßen. Und ich freue mich, dass wir heute Abend hier Yves Versprechen von Melanie Gärtner vorstellen werden. Und ich freue mich sehr, dass die Regisseurin heute da ist. Herzlich willkommen, Melanie. Der Film hat gerade sozusagen seinen offiziellen Kinostart irgendwie letzten Donnerstag gehabt. Nee, diesen Donnerstag. Donnerstag vor einer Woche. Vor einer Woche, also, genau, also doch letztens, ja, genau. Und ja, und ist sozusagen noch ganz frisch. Melanie Gärtner hat Ethnologie, Literatur und Journalismus in Frankfurt am Main und in Berlin studiert, hat sich dann unabhängig gemacht als Filmregisseurin und freie Autorin mit ihrer Firma Meilenweit. Sie ist spezialisiert auf Geschichten rund um Flucht und Migration. Sie ist zu dem Thema gekommen durch Reisen, die sie in Afrika gemacht hat. Ihr erster Film, ein mittellanger Dokumentarfilm, also so knapp 50 Minuten, war im Land dazwischen, wo es um die Situation in der spanischen Enklave Ceuta ging. Das Thema hat sie eben dann immer weiter beschäftigt. Wir werden nachher wahrscheinlich auch ein bisschen dafür erfahren, dieser Film ist auch aus diesem ersten Film im Prinzip ein bisschen hervorgegangen. Und sie hat aber auch irgendwie ihre Erfahrungen in einem Buch verarbeitet, in dem Reportageband Grenzen am Horizont, der bei Brandsen Apfel erschienen ist. Und jetzt eben Yves Versprechen. Und genau, vielleicht willst du noch zwei, drei Worte vorweg sagen. Und ansonsten ist die Möglichkeit zur Diskussion nach dem Film. Dann ich muss eigentlich gar nicht so viel sagen. Also vielen Dank für diese sehr nette Einführung. Das war ja schon auch, hast ja auch schon ein bisschen gesagt, was ich sonst noch so mache. Yves Versprechen ist jetzt die dritte Arbeit von mir zum Thema Flucht und Migration. Und ich freue mich, dass Sie sind. Und würde vorschlagen, wenn ihr Lust habt, Sie Lust haben, im Anschluss einfach noch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einfach viel Spaß mit Yves Versprechen. Er hat dann daraufhin auch seinen Plan überdacht, da es nicht nochmal sich dort zu bewerben, sondern ist zurückgekehrt nach Bilbao, nach Spanien. Also Bilbao, das war ja die Stadt, in der er auch dort für eine Zeit lang unter der Brücke schlief. Dort hat er aber auch ganz gute Anknüpfungspunkte an die NGOs, die lokalen NGOs, hat dann dort weitergemacht mit Sprachkursen. Dort konnte er dann auch so berufliche Weiterbildungsmaßnahmen machen zum Klempner und zum Kellner. Ja, und da ist er bis heute und jobbt schwarz natürlich in einer afrikanischen Bar als Kellner und kann dort auch ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen was nach Hause schicken und hofft jetzt quasi darauf, dass er von irgendjemandem einen festen Vertrag angeboten bekommt. Das muss nicht ewig sein, also ein paar Monate würden schon reichen, um die Formalitäten zu erfüllen und dann könnte er quasi einen regulären Status beantragen für ein Jahr in Spanien. Und das ist jetzt der Stand der Dinge. Deswegen kann er leider auch nicht da sein, ja. Sonst hätte ich ja sehr gerne ihn immer dabei bei solchen Gesprächen. Und ich hoffe, dass das irgendwann klappt und dann holen wir das nach. Mhm. Ja, schön. Genau. Und ich würde auch nochmal sozusagen an die Anfänge zurückkehren. Und du hattest gesagt, du hattest ihn kennengelernt irgendwie in Spanien und dann ein Jahr später hat er dich wieder angerufen. Genau, du hast ja sicher viele Leute bei deinen Recherchen und auch bei dem vorherigen Film getroffen und kennengelernt. Was hat dich jetzt an Yves so fasziniert, dass du gleich sozusagen, oder ich weiß, es war wahrscheinlich auch ein längerer Prozess, aber dass du sozusagen auf seine Geschichte angesprungen bist oder dass du sozusagen ausgewählt hast dann als Protagonist für deinen Film? Ich kenne Yves tatsächlich schon länger als die Dreharbeiten, zu diesem Film. Und zwar habe ich ihn bei den Dreharbeiten zu meinem ersten Film, also Im Land dazwischen, kennengelernt, den ich 2010 in Ceuta gedreht habe, dieser spanischen Exklave an der europäischen Außengrenze, in Marokko im Prinzip. Und er hat das damals das war sein erster Migrationsversuch, er hat das damals zum ersten Mal auf spanischem Grund und Boden geschafft. Und dort
War er. Und ich war auch da. Und also wir haben uns ganz gut verstanden. Er war einer der Migranten, die in dem Auffanglager untergebracht waren. Mit den einigen Leuten dort habe ich ja auch gearbeitet. Genau, also wir haben uns gut verstanden, haben Kontakt gehalten. Der brach dann irgendwann ab, wie ich später herausfand, eben weil er abgeschoben wurde von Spanien. Und er kontaktierte mich dann eben, als er quasi das zweite Mal dann auf der anderen Seite des Zauns dann war, also quasi fast da, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, nur eben jenseits auf der anderen Seite des Grenzzauns zu Ceuta in den marokkanischen Wäldern. Und ich habe damals gedacht so, was ist denn da los? Habe eigentlich gleich einen Flug gebucht, um ihn zu sehen und einfach in Erfahrung zu bringen, was ihm da widerfahren war. Und Ausgangspunkt für diese Arbeiten zu diesem Film war eigentlich diese Begegnung. Denn ich kannte ihn ja und mochte ihn, und ich ihn da so zu sehen, also die Spuren dieser erneuten Reise eben ins Gesicht geschrieben, auch diese Anspannung dessen, was da wieder vor ihm lag, das drückte einfach ganz, ganz tief aufs Gemüt und war ins Gesicht eingegraben. Und ich habe mich immer gefragt, so Mensch, Yves, das ist so irre, dass du einfach, also der hat es ja quasi keine Woche zu Hause ausgehalten. Der ist ja in der eigenen Stadt untergetaucht, dass ihn da keiner sieht, und hat sich dann mehr oder weniger sofort auf den Weg gemacht. Und ich fand das unglaublich. Ich habe das zwar schon oft gehört, also es machen viele so wie Yves, also viele brechen erneut auf, aber ich wusste halt, der kannte das ja alles schon, ja, er war schon mal in Spanien, und er wusste, wie schwierig das sein würde, auch dort einen Status zu bekommen. Er wusste, wie heftig die Reise ist, wie schwierig die Bedingungen in Marokko tatsächlich auch sind, aber offensichtlich war all das besser, als in Kamerun sich wenigstens mal eine Ruhepause zu gönnen. Und das habe ich nicht verstanden. Und das wollte ich irgendwie, verstehen lernen, wie sich so eine Entscheidung findet in einer Biografie von so einem jungen Mann. Der ist ja altersmäßig nicht so weit weg von mir, der ist 3 Jahre jünger, also so wie mein kleiner Bruder. Das wollte ich verstehen, und dann habe ich angefangen, so auf die Spurensuche zu gehen, zunächst in Marokko. Ich habe ihn begleitet, habe mir immer wieder auch erklären lassen, wie das in seiner Biografie überhaupt so weit kam und so weiter. Habe aber irgendwann gemerkt, ich muss eigentlich selbst mal nach Kamerun, um das so richtig nachzuvollziehen, wie das Leben da so läuft und wie sich das so anfühlt einfach. Naja, und dann ging die Geschichte so ihren Lauf. Genau, weil es wird ja auch nicht so ganz klar, eben, dass er nicht zurück kann. Das hat einmal, oder will, es hat die Gründe der Familie, aber wie ist es denn? Er erzählt ja diese Geschichte, dass seine Tochter vergewaltigt worden ist und sie dann irgendwie den anderen, man weiß es nicht so genau, verprügelt haben oder ich weiß nicht was. Ist das auch ein Grund, dass er eigentlich nicht zurück kann? Auch. Also das ist nicht der einzige Grund. Also der Film versucht ja so dieses breite Spektrum aufzufächern, wie sich so eine Entscheidung überhaupt anbahnt und wie sie sich zusammensetzt. Und es gibt andere Geschichten, und es gibt Geschichten auch in Kamerun, die ganz klar einen Grund haben. Aber bei Yves war es eben so, dass dieser eine Grund, also die Geschichte mit diesem Mann und diesem Justizfall und das hat er öfter erzählt, aber ich fand es nicht so überzeugend, dass das jetzt wirklich so dieser eine Grund sein soll, warum er nicht dort wieder hätte irgendwie einen zweiten Start hinlegen können oder so. Ja? Also diese Ohnmacht und diese Frustration versteht man sehr gut, finde ich. Aber strukturell, denke ich, hätte er da schon noch andere Möglichkeiten für sich finden können, wenn er denn wollte. Aber ich versuche ja reinzugehen und so diese Vielfalt an Gründen aufzuzeigen, die so wie Zahnräder ineinander greifen und das Gefühl bei jemandem wie Yves hervorrufen, ich will hier nicht mehr bleiben und ich kann auch irgendwie nicht mehr zurück. Und das hat ja mehrere Gründe. Dieses Weggehen hat ja mit der Familie nichts zu tun, sondern es hat mit den Strukturen im Land zu tun und mit dem, was ihm da widerfahren ist. Also tatsächlich mit diesem Vorfall und dieser hanebüchenden Umgang der Justiz mit so einem Fall, dass letztendlich der den Täter anklagt, irgendwie durch verschiedene Geldflüsse dann letztendlich selber im Knast landet. Und diese Ohnmacht und Frustration, die damit einhergeht, dieses Nicht-Wieder-Zurück-Können,
ist dann eine ganz andere Ebene. Und das, die entstand ja in Yves Geschichte erst, als er eigentlich zum ersten Mal aufgebrochen war. So dass dann eben diese Mechanismen in Gang gesetzt wurden mit so eben Ideen von Europa und diesem Bild, was das einfach sehr stark ist, dass in Europa die Dinge einfach irgendwie besser funktionieren, man mehr Möglichkeiten hat, was aus seinem Leben zu machen, was dann letztendlich ja alles auf denjenigen, der gegangen ist oder der geht, auch projiziert wird, sodass der eigentlich sich kein Scheitern mehr erlauben kann, wie auch immer dieses Scheitern dann ist, ja. Schon direkt, okay. Vielen Dank für diesen wirklich sehr gelungenen Film, wo es Ihnen tatsächlich gelingt, sehr vieles, was ich von Afrika kenne, wiederzugeben. Ja? Wie es ist, also Sie haben da ein, ich habe das Gefühl, sehr gut auch diese Zurückgehen zum Vater, diese Stille im Dorf, eigentlich eine Welt, die einfach ist und gar nicht so gruselig ist, ja. Und das finde ich gut, ja, weil das ist nämlich sehr viel die Realität, ja. Sehr viele gehen einem Traum nach, wie jeder junge Mensch geht einem Traum nach überall in die Welt, nicht wahr? Und auch viele Fata Morgana geht man nach. Was man nicht versteht, ist, wie überlebt er? Also sieht aus wie ein Dandy in diesem Heim da, Studentenheim, man begreift überhaupt nicht, wieso hat er einen Schlüssel, wieso kann er da, also irgendwas versteht man einfach wirklich nicht, wie er, und warum ackert er nicht irgendwas schwarz? Also das ist das, wo es nicht nachvollziehbar ist. Und am Endeffekt, warum er nicht zurückgeht, ist es am Endeffekt doch nicht verständlich, komischerweise, ja. Also komischerweise, obwohl sie das ja so toll nachgehen, am Ende fragt man sich, verdammt nochmal, warum begreift er nicht, dass es ein Fata Morgana ist? Daran anschließend, ja, also die Geschichte ist ja zum Glück auch noch nicht zu Ende. Wer weiß, wie das jetzt nächstes Jahr wird. Vielleicht ist es ja doch keine Fata Morgana und es ist halt einfach ein Ziel, das auf sich warten lässt. Vielleicht verpufft es wirklich, man weiß es ja tatsächlich nicht. Und viele halten ja auch tatsächlich in diesen Schwebezuständen Jahre, wirklich jahrelang aus, um dann irgendwie doch noch an ihre Papiere zu kommen und irgendwie zu jobben und dann irgendwie Hörgeräte zu kaufen oder sonst was und irgendwie sich noch ein Haus zu bauen und im Alter wieder zurückzukehren. Also man weiß es ja tatsächlich nicht, wie Yves' Geschichte auch ausgeht. Ich hoffe natürlich gut. Manchmal braucht sie auch gar nicht so viel. Also wenn er jetzt irgendwie ein reguläre Papiere bekommt und ein paar Jahre arbeiten kann, dann ist es vielleicht auch okay und er kann dann tatsächlich irgendwie wieder zurück. Also ich vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Also letztendlich sind es schon einfach viele Fragen, die bleiben. Der Dandy-Look hat bestimmt einfach mit diesem Hut zu tun, aber das fand er halt einfach schick, ja. Und das war dann so irgendwie so ein Markenzeichen von ihm, auf jeden Fall, dieser weiße Hut. Dieses Wohnheim, also es ist tatsächlich im Text kurz gesagt, aber ja, das sind natürlich viele kleine Details. Er war ja in Spanien, ist ja quasi in Bilbao aufgegriffen worden bei einer Straßenkontrolle, weil er keine Papiere hatte. Dann haben die ihn nach Madrid gebracht, ins Abschiebezentrum. Dort war er auch irgendwie 60 Tage und die Abschiebung, die zweite Abschiebung, hing wirklich ganz nah über seinem Genick wie ein Schwert. Sie haben den tatsächlich, aber sie hatten keine offizielle Verfügung, haben den trotzdem so quasi mehr oder weniger in Flugzeug geschubst und gefragt, willst du? Und er sagt nein. Deswegen konnte, also so eine erzwungene, freiwillige Rückkehr quasi versucht. Er hat aber gesagt nein, also hatten sie keine Handhabe, ihn jetzt da irgendwie tatsächlich zurückzuverfrachten, haben ihn wieder laufen lassen. Und da saß er dann halt und der hatte einen Bekannten in so einem Wohnheim. Das war nicht sein eigenes Zimmer, sondern der ist bei einem Kumpel untergekommen. So, ne? Das war tatsächlich so von so ein autonomes, besetztes Wohnheim. Da waren dann ganz viele auch Leute ohne Papiere oder Migranten und einfach Punks und alles Mögliche. Und der hatte da halt ein Zimmer und der Yves durfte halt eine gewisse Zeit lang da mitwohnen.
auf diesen 10 Quadratmetern oder so. Wir haben auch da gepennt, zu viert haben wir dann da gepennt. Wir sind witzig, aber ja, und Leben, der hat ganz lange eben überhaupt nichts zum Leben gehabt. Der kam das zweite Mal in Spanien an, war dann 60 Tage auch in Tarifa, in diesem eigentlich auch eine Abschiebeeinrichtung, aber die wird auch einfach benutzt, um Leute irgendwie einfach mal unterzubringen, wenn die ankommen. Nach 60 Tagen haben sie ihn freigelassen, hatte gar nichts gehabt, keine Kohle, kein gar nichts. Ich glaube, das Rote Kreuz ist mal wieder eingesprungen, hat dem ein bisschen Geld gegeben, dass er sich ein Zugticket kaufen konnte. Damit fuhr er nach Bilbao und dann war er da bei dieser NGO eben und hat dann irgendwie auch unter der Brücke geschlafen. Aber konnte eben ist das auch Caritas, diese Obdachlosenspeisung? Irgendwie so. Also dann hat er wenigstens bei dieser Obdachlosenspeisung mal sowas Warmes bekommen, unter der Brücke gepennt und irgendwann wurde dann bei der NGO doch ein Zimmer frei und so weiter und so fort. Also so sehr irgendwie so. Und man organisiert sich ja da oft so in diesen Communities und wenn man Wissen hat, dann kann man das quasi auch verkaufen. Also in Madrid wusste er dann halt zum Beispiel, wie man sich so diese Monatstickets herstellt oder zieht. Man braucht da irgendwie auch so mit einem Personal, also mit so einem Bild und muss sich da halt so ein Pass also so ein Monatsticket beantragen und seine Landsleute, die dann quasi in Madrid ankamen und noch nicht wussten, denen hat er das gezeigt, aber natürlich gegen so einen kleinen Obolus. Naja, so schlägt man sich da halt irgendwie durch, ja, so mit so Wissensverkauf und ja, so, aber eigentlich in den Communities, ja, so. Untereinander. Oh ja, jetzt, ich habe noch das Mikro, genau. Ja, erst nochmal danke an dich für den Film. Ich hatte ihn ja schon mal gesehen vor 2 Jahren und habe da auch Yves kennengelernt. Deswegen fand ich es jetzt irgendwie schön zu hören, dass er quasi ja es geschafft hat, wenigstens rumzujobben im Moment. Ich möchte vielleicht gerade zu dem Wort Beitrag davor noch was sagen. Also ich würde mir gar nicht anmaßen wollen, das zu hinterfragen, warum jemand nicht zurückkehrt als weiße Person, als privilegierter Mensch auf dieser Welt, der überall hinreisen kann. Also ich arbeite mit ausländischen Studierenden zusammen, gerade mit denen aus den Ländern des Südens und ich höre quasi tagtäglich, wie immens der Druck ist, wenn man sein Studium hier nicht schafft, wenn man es nicht schafft, irgendwie ausreichend neben dem Studium zu arbeiten, um Geld nach Hause zu schicken. Also ich glaube, das kann von uns hier wahrscheinlich gar niemand nachvollziehen. Und jetzt eine ganz persönliche Frage an dich. Ja, was für ein Gefühl hattest du denn dabei, als du... Also du hast ja auch eben sehr schön erzählt, du konntest dann nach Marokko reisen, ihn sofort besuchen nach der Abschiebung. Du kannst nach Kamerun die Familie besuchen, kannst ihn dann wiedersehen. Ja, was macht das mit dir? Was ist das für ein Gefühl auch dann ihm gegenüber? Dankeschön. Naja, ist ganz klar, ich stehe so auf der Sonnenseite des Lebens. Jetzt nicht in jedem Lebensbereich, aber in dem schon, dass ich halt diesen Pass habe, diesen deutschen Pass. Der ist einfach so viel wert, das ist unglaublich. Ich meine, das ist mir schon, also in anderen Lebenslagen und vorher schon, also einfach dieses, als ich in Ceuta schon, ja, da, ja, zwischen Marokko und Ceuta, da stehen dann halt irgendwie ewig lange Schlangen von Menschen, also Marokkanern, die dann quasi zum Arbeiten nach Ceuta gehen, die müssen morgens 2 Stunden einplanen, um quasi über die Grenze zu kommen und du als ja, Europäer mit deinem musst gerade mal so mit dem Pass wackeln und darfst drüber. Also das ist schon ziemlich unfair, aber ist so eben, ja, und das hat ja auch letztendlich auch einige Auswirkungen gehabt auf die Art und Weise, wie dieser Film dann erzählt ist, weil von den Beteiligten, die ich getroffen habe, ich die Einzige war, die eben zwischen dieser zerstreuten Familie sich bewegen konnte und ja, auch wirklich hin und her reisen, ja, so von Deutschland nach Marokko, Marokko-Deutschland, Kamerun, Marokko, also dieses ganze Netz da aufzuspannen und so kam das ja auch mit diesen Botschaften zustande, ja, die ja quasi ich als, ja, mobile, als mobile Person da übertragen hat. Und da ging es ja gar nicht, die hätten auch so Kontakt natürlich aufnehmen können, der Yves hatte nicht, also im Gegensatz zu dem, was die Schwester
sich wünscht, dass Eve ein Telefon hat, dass man da anrufen kann, hatte er natürlich immer ein Telefon und eine Telefonnummer. Ist ja also lebenswichtig in vielen Lebenslagen. Und nur die hatten halt, er hat eben denen die Nummer nicht gegeben, dass eben dieser direkte Kontakt so eben nicht stattfinden sollte. Um eben genau einfach nichts, also die wussten ja auch gar nicht, dass er wieder in Marokko war. Sie wussten ja nichts von der ersten Abschiebung. Die dachten ja tatsächlich, die Familie wusste, dass er 2010 in Ceuta angekommen war. Und das war die Annahme. Und das, ja, habe ich natürlich auch nicht gesagt. Also ich habe denen das ja nicht erzählt, das sollte schon er selber machen, hat er dann auch selber erzählt, als er dann zum zweiten Mal in Europa angekommen ist quasi. Hat er denen das dann auch erzählt, aber diese Sache mit der Kommunikation, also der Mehrwert, mein Mehrwert, den, also dass ich da als Botin da irgendwie in die Rolle der Botin geraten bin, war nicht, dass die überhaupt sich mein Lebenszeichen schicken konnten, sondern eigentlich, was eigentlich, also diese Bilder hatten wir natürlich eine Qualität, die für sich gesprochen haben und dadurch, dass Eve mich quasi zu seiner, also die Erlaubnis gegeben hat, zu seiner Familie zu gehen, und auch seine Schwester dann doch angerufen hat. Und ich dann aber tatsächlich dahin kam und war ich ja wie so ein lebendiges Lebenszeichen. Das ist ja natürlich nochmal was, hat nochmal eine andere Qualität als einfach ein Anruf oder dass jemand wirklich jemanden schickt. Und so hat die Familie das auch aufgenommen. Also das hatte natürlich schon damit zu tun, dass Eve quasi mir die Türen geöffnet hat und gesagt hat, hey, hör mal, da kommt eine Freundin von mir, die interessiert sich für Kamerun und mein Leben und bitte nehmt sie herzlich auf und erzählt ja alles. Das hatte natürlich viel damit zu tun, dass die Familie mich so unglaublich offen und herzlich empfangen hat. Und es lag daran, dass ich quasi ja tatsächlich wie so ein wandelndes Lebenszeichen halt wirklich war, in persona. Weil die ja teilweise gar nicht mehr wussten, ob der noch lebt und so, ne? Also es war schon krass. Fand ich meine Rolle auch nicht immer so einfach, ja. Ich glaube, da war noch so eine Dame. Ja, ich hatte noch eine. also auch dir vielen Dank für den Film. Ich fand es schön, wie du das alles erzählt hast, dass wir auch die Möglichkeit hatten, so den Hintergrund zu sehen und zu sehen, ja, wo er herkommt. Und ich glaube, man hat schon, also ich habe schon verstanden ganz gut, was für ein Druck da auf ihn ist, warum er nicht einfach zurückgehen kann, und hatte schon das Gefühl, du suggerierst auch, dieser finanzielle Druck ist viel größer oder ist ausschlaggebender als dafür, was mit seiner Tochter passiert ist. Das war so, was bei mir also so angekommen ist. Zwei Sachen habe ich nicht verstanden und ich weiß nicht, ob du die erklären kannst, ob du was dazu sagen kannst. Einmal hat mich total überrascht, wie cool dieser Mann ist, der jahrelang irgendwie, also irgendwie einen Weg sucht, an Arbeit zu kommen, Geld zu verdienen, da vielleicht einen legalen Status zu bekommen, um dann seiner Familie oder sowas schicken zu können. Und der, ne, der sich wahrscheinlich von einem Strohhalm zum nächsten irgendwie greift und ganz im Ungewissen ist und trotzdem so ruhig ist, also vor der Kamera. Und also als er diesen Videobotschaften sieht, wenn ich das wäre, wäre ich total unterdrückt. Oh Mist, ja, die erinnern mich wieder daran, dass die alle darauf warten, dass ich ein Hörgerät schicke oder dies und das. Und das wird mich stressen. Er hat aber total gelächelt und wirkte auch sehr, also wirklich zufrieden. Und das war so ein Punkt, den ich irgendwie nicht verstehen konnte. Ist das, ich kann mir, also der wirkte nicht so, als ob das aufgesetzt war, ja. Und das, darf ich noch das? Ja, zweite Frage. Okay, und ja. die zweite Sache war, also das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Also das muss ganz krass sein, wenn die eigene Tochter irgendwie vergewaltigt wird und der Typ läuft rum und ich weiß nicht, wie es mir gehen würde. Ich wäre wahrscheinlich auch total, ja, weiß nicht, durcheinander, sauer, alles Mögliche. Aber es ist dann,
Ja, okay. Ja, sorry. Also die letzte Sache, wieso spielt da die Tochter und die Ehefrau scheinbar gar keine Rolle mehr? Also da, der verlässt ja auch die. Ne? Genau, also die Antwort auf die letzte Frage hat ja, glaube ich, Anni schon ganz nachvollziehbar dargelegt. Die spielen natürlich schon eine Rolle, aber aus Respekt vor dem neuen Leben und vor der Integrität dieser neuen Konstellation wollte ich da jetzt nicht noch weiter bohren. Ich habe tatsächlich mit seiner Ex-Frau telefoniert und Eve hat auch mit ihr gesprochen, gesagt, hier, Melanie kommt, bitte erklär ihr alles. Aber ja, die hat das genauso gesagt wie Anni, dass das jetzt einfach ja, zu viele Wogen aufwerfen würde. Und ich fand, so in der Art und Weise, wie Anni drüber gesprochen hat, das war einfach sehr, sehr plausibel. Und man kann einfach verstehen, dass man so gewisse Dinge einfach in Ruhe lässt, um das jetzt einfach in Frieden zu lassen. Und ich die Erklärung hat mir völlig gereicht und deswegen habe ich da nicht weiter nachgebohrt. Und Eves, ja, also ganz ehrlich, diese Reaktion auf diese letzten Botschaften, in denen die, also Sylvain und auch der Vater schon sehr, sehr ganz konkret sagen, hey, komm mal in die Puschen, wir warten auf dich, wir, ja. Also dieses, ja, ich habe es auch nicht so richtig, also emotional, ja, ich glaube, da sind so viele verschiedene Ebenen. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte ihn da total gut verstanden in der Situation. Aber ich das zu sehen und auch dieses auch mit Befremden festzustellen, so wow, dass ihn das irgendwie, es hat, also er hat das wahrgenommen und er sagt, ja, die haben alles gesagt, sie haben recht und dabei trotzdem lächelt, finde ich, kann man vielleicht auch einfach für sich, also konnte ich einfach so stehen lassen, ohne es letztendlich ganz zu verstehen, ja. Da war noch eine Frage. Ich, okay. Ja, danke für den Film. Ich habe noch, das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen weit, würde mich aber interessieren, dein eigenes Rollenverständnis. Also zum Beispiel, es geht dann viel um Geld, hast du natürlich ganz anderen Zugriff. Also was weiß ich, könnte man eine Kampagne machen, war das auch eine Option da? Oder hast du da Geld gegeben oder eine Kampagne zu machen oder weiß nicht, das ist ja... Ja, das Geldgeben ist immer wieder ein sehr, sehr stark diskutiertes Thema. Bei den Dokumentarfilmern ist es moralisch in Ordnung, seine Protagonisten zu bezahlen oder nicht. Und für mich war die Frage ganz, ganz, also ich meine ganz ehrlich, der Film ist komplett unterfinanziert. Wir hatten sehr, sehr wenig Geld und ich habe wahnsinnig lange für fast nichts gearbeitet. Also so viel Geld ist da jetzt nicht drin. Aber in Marokko war natürlich ganz klar, Geld ist Sicherheit. Also es wäre total daneben gewesen, da jetzt den Leuten nichts dazulassen. Da reden wir jetzt nicht von irgendwie hunderten Euro, sondern halt kleine Beträge, die ich in dem Moment in der Lage war zu geben, aus meinem freiberuflichen Dasein irgendwie, was ja auch nicht, wo man ja auch nicht irgendwie die Geldflüsse da irgendwie reinplätschern. Aber fand ich total wichtig, dass gerade in dieser Situation in Marokko, wo Sicherheit einfach, alltägliche Sicherheit, wo kann man pennen, hat man was zu essen, hat man Geld, sich so eine Schwimmweste zu kaufen oder nicht, da wäre es total daneben gewesen, nichts dazulassen. Und immer wieder, also wir waren ja oft da, immer wieder kleine Beträge, manchmal auch wenn es mit Geld unangebracht war, haben wir einfach auch irgendwie Essen gekauft oder so in den Wäldern. Also das sind jetzt alles Aufnahmen, die nicht im Film sind, aber in diesen Wäldern in Marokko haben wir einfach, ja, Sack Reis, Nudeln, keine Ahnung, und sind da halt irgendwie mit so ausgestattet, haben den Leuten halt was mitgebracht. Und in Kamerun auch. Anni hat sich tagelang Zeit genommen, um mit mir irgendwie diese Touren zu machen und hat eben ihren Job da auf dem Markt eben sausen lassen, war fast eine Woche da nicht arbeiten und finde ich, gehört sich das schon, dass man einen kleinen Betrag da lässt. Also ich weiß nicht mehr, irgendwie 300-400 Euro oder so, jetzt nicht, dass man da seine Seele mit erkauft oder so, aber schon. Und Sylvain hat auch wirklich auch tagelang für uns gearbeitet, hat ja auch noch die Übersetzung gemacht, also all diese Szenen, in denen Batoufam gesprochen wird, also ist ja ewig schwer, hier jemanden zu finden, der diese Sprache spricht, also mussten wir es vor Ort machen, der Produktionsassistent mit ihm, der die Sprache auch nicht spricht, also so, und das fand ich einfach nur angemessen. Sylvain hat dieses Honorar auch total toll eingesetzt und hat sich dann für seinen Frisiersalon eine neue Klimaanlage gekauft und ja, das fand ich also gut, also hat dann doch dann auch was gebracht.
Und ich uns war auch wichtig, eben mit einem lokalen Team zusammenzuarbeiten. Also wir hatten eine kamerunische Produktionsfirma, die Service Production gemacht hat, und einen kamerunischen Tonmann, kamerunischen Produktionsassistent, haben uns Teile des Equipments dort ausgeliehen, um einfach da jetzt die Gelder, dass die Gelder nicht nur hier, die wenigen Gelder nicht nur hier kursieren, sondern auch irgendwie quasi die Ländergrenzen irgendwie überschreiten. Wie stark ist denn da das Gefälle nach Kamerun jetzt? Müsste ich lügen, also habe ich keine Zahlen im Kopf, also kann ich mir auch ganz schlecht merken, was zum Beispiel Einkommen und sowas, weiß ich nicht. Müssten wir nachgucken, ich habe es nicht im Kopf leider. Wie realistisch ist das mit dem Hörgerät? Angenommen, man braucht ja irgendwie doch, also der Vater da auf dem Dorf, Hörgerät, man braucht Strom, man braucht Batterien. Ich stelle deswegen diese Frage, meine Mutter ist vor einem Jahr verstorben und sie hat mir ihr Hörgerät, was sehr in einem sehr guten Zustand ist, sozusagen überlassen. Ja, also wenn sie es nicht und mehr die Frage brauchen. Ist, ob man es dahin schicken könnte. Ja, das wäre doch mal ganz cool. Also wir können ja vielleicht dann gleich mal Telefonnummern tauschen. Ja, aber die Frage ist, wie realistisch ist es nicht, dass ich es da hinschicke und er kann damit überhaupt nichts anfangen? Also ich kenne mich mit Hörgeräten nicht so aus. Muss das nicht irgendwie auch irgendwie so kalibriert sein? Und muss das nicht irgendwie auch so speziell auf den Menschen kalibriert sein? Oder kann man das so universal einsetzen? Ich kenne mich mit Hörgeräten nicht aus. Also Strom müsste, glaube ich, mit Batterien kriegt man da schon. Also gut, wenn Sie mir die Adresse geben, würde ich das da hinschicken. Ja. Nee, wir machen das über jemanden, der persönlich hinreist. Oder besser das. Also mit der Post würde ich mich nicht drauf verlassen, aber finde ich gut. Also danke. Coole Idee. Das ist der Mehrwert dann von solchen Veranstaltungen, ja? Finde ich total gut. Ja, schön. Das freut mich auch. Und, genau, ich. Es ist ja jetzt auch schon ein bisschen Aufbruchsstimmung. Wenn Sie mögen, ich bin ja, also ich glaube, da kommt jetzt auch ein anderer Film hier in dem Saal bald oder so. Ne? Ja, wir könnten natürlich auch einfach draußen noch weiter quatschen. Ich wollte Sie darauf aufmerksam machen. Ich bin ja wirklich mit mehreren Arbeiten unterwegs, vor allem im Frankfurter Raum. Ich habe draußen eine Liste ausgelegt, falls Sie informiert werden möchten, wenn ich mal wieder mit im Land dazwischen oder Grenzen am Horizont eine Veranstaltung habe, dann tragen Sie sich ein, dann kriegen Sie Bescheid gesagt. Ansonsten habe ich auch noch eine DVD meines alten Films, also im Land dazwischen, dabei, das Buch. Also sprechen Sie mich einfach an. Und auch wenn es noch Fragen oder sonstige Hörgeräte oder vielleicht kann man da was machen, fände ich ja cool. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und das nette Gespräch. Empfehlen Sie uns weiter. Yves Versprechen, es gibt eine Webseite www.yves-versprechen.de. Uns ist sehr daran gelegen, den Film so oft wie möglich zu zeigen, denn wie Sie sich vorstellen können, ist es nicht leicht, den Film wirklich in ein großes Publikum zu adressieren bei dem Thema und auch in diesem Nischencharakter, den er hat. Also wenn Sie mal Lust haben, Bekannte in anderen Städten oder auch hier, die eine Veranstaltung machen möchten, empfehlen Sie uns gerne weiter. Vielen Dank. Noch viel Erfolg mit dem Film, trotz allem dem. Ja.